Oh, ist ja schön warm hier. Ja, immer wenn ich im Zoo bin und draußen wird's eklig kalt, dann gehe ich am liebsten hier in dieses Terrarienhaus. Schau mal, dort sind ein paar Schlangen in dem Geäst. Und auf den Steinen Schildkröten, kleine und große, die schubsen sich alle gegenseitig vom Stein. Da, guck, jetzt liegt eine auf dem Rücken. Tja, jeder will halt den besten Platz für sich. Da bewegt sich was in der Mitte. Wow, was ist denn das für ein Riesenvieh? Na, aber hier steht's doch auf dem Schild. Alligator. Mann, ist der groß. Was für Riesenschuppen. Ist ein wahrhafter Leviathan, wie er in der Bibel steht. Einfach mächtig gewaltig. Leviathan, das kommt mir bekannt vor, aber nicht aus der Bibel. Ja, wahrscheinlich von Thomas Hobbes bekannten Buch. Du weißt schon, das, in dem er den Staat vergleicht. Dieses ganze Vieh soll ein Staat sein. Na klar, mächtig gewaltig. Wenn Leviathan, also die Staatsmacht, mal ihren Schwanz bewegt, fegt sie die ganz kleinen Schildkröten mit einem Mal beiseite. Und schau dort, das Auge. Es hat alles unter Kontrolle. Big Brother Leviathan. Und woher kommt er? Der Alligator? Hier steht's. Amazonasgebiet. Ich meine nicht den Alligator, ich meine diesen gewaltigen Staat bei Hobbs. Woher hat der seine Macht? Mit dem haben ihm die Menschen gegeben. Einfach freiwillig abgetreten, damit sie sich nicht weiter gegenseitig malträtieren, wie Du am Anfang. meinst so wie diese schubsenden Schildkröten da hinten? Ja, so ähnlich vielleicht. Aber sieh hin, seit der Leviathan aufgetaucht ist, hat das Schubsen ein Ende. Jetzt meinst du aber den Alligator. Ja, genau den. Schau mal, jetzt reicht der Alligator den Rachen auf. Gruselig. Sieht aus wie einer von der Steuerfahndung. Der will wohl auch an meinem Schwarzgeld in der Schweiz lang. Komm, los raus hier.